Denis Reuter. Edith Hau. Marco Staubel. Michi Hermann. Jill Salvador. Laurent Pidou. So. Und dann haben wir... Jetzt, das wollte ich eigentlich. Das war zu der Zeit, wo wahrscheinlich nur gefahren ist, oder? Jo. Bauer. Deswegen sind wir froh, dass wir ihn hier haben als Instruktor im Enduro. Bernd Niemer. Abwägen, was er macht. Ne? Mit Enduro-Touren fahren, Spaß haben, was ihr alle machen wollt. Könnt ihr ruhig schon auf euren Körper hören. Warum soll ich jetzt nicht Karocke fahren? Eine Idee? Necessary Traction. Traction. Gibt es alternative Ausweichmöglichkeiten, aber manchmal auch nicht. Okay. Und jetzt bei ihr sieht man die Gabel ab und zu mal entlüften. Sie hat die Luxusvariante. Einfach draufdrücken. Andere ziehen. Jetzt drei. Mehr Zugstufen, wir wünschen. Also die geht schnell rein, kommt ein bisschen zu schnell raus. Kupplung ziehen, langsam werden. Nach vorne in die Spurrinne. Ah, die nehme ich und dann wird durch die Spurrinne gefahren. So. Und dadurch, dass die Geschwindigkeit fehlt, weil man immer nur da nach vorne guckt, fängt sofort das Vorderrad einzuklappen und man fällt hin. Füße an den Rahmen ab. Knie leicht eindrehen. Dadurch, dass wir die Knie leicht einbrechen, machen wir uns hier richtig fest. Ich könnte dann auch im Sitzen machen. On n'a pas les jambes toutes écartées pour pas qu'elles passent ça. Mais juste, c'est mon repère. Hop. Aber nur so einfach am Tankmann trotzdem. Denk daran, wenn man so kleine Wege fährt. Là-bas, pour être trop après intérieur pour direct. Essayez de forcer. Donc je vais venir. Quand je vais venir là-bas, je vais sortir. Tac. Je vais prendre la ligne raus.
Voller Körpereinsatz. Runter. Ja, einverstanden. Gas, 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 jawohl, gut. An der Yamaha runter. Und langsam runter. Man sieht es von unten nicht, ne? Ja. Scheiße.
Sorry, weil du so gut aussiehst, bis da drauf. Wenn du nicht am Lenker ziehst, ist es okay, um Druck aufzubauen. Aber sobald du Druck am Lenker hast, dann steigst Vorderrad und du machst hier diesen 180, den du nicht möchtest. Oder vielleicht doch, wenn du kannst. So. Sieht nicht schlecht aus. Vorsicht, Kameramann, jetzt kommt Moped. Frei? Aber rein, so nett, nicht frei. Wo? Doch, halber frei! Ich habe euch gezeigt, wo ihr so ein bisschen runtergespielt habt.
Augen habt, ihr sollt euch einfach nur demonstrieren, wie stabil und geradlinig so ein Motorrad mit Zug über die Wellen auch bergunter sein kann. Eine gewisse Grundkörperspannung beim Fahren, ne? Dass jetzt nicht jeder Stein oder jeder kleine Baumstumpen da mich komplett aus der Spur wirft. Thank you.
Neue Kommissar, das kommt öfters. Geil, hat Spaß gemacht.